Ihre Hafenstadt Karthago ist eine blühende Metropole, von aller Welt bestaunt. Berühmt werden sie durch das kostbarste Produkt der Antike, dem Purpur. 1000 Jahre lang beherrschen sie als Händler die Küsten rund um das Mittelmeer. Sie geraten aber auch in Verruf. Sie sollen den Göttern Kinder geopfert haben. Ihr größtes Vermächtnis ist das Alphabet, von dem alle Alphabete abstammen. Ihr größter Feind sind die Römer, gegen die sie erbittert kämpfen. Als Meister des Schiffbaus gehen sie in die Geschichte ein. Sie sind die Global Player der Antike. Die Urheimat der Karthager liegt im heutigen Libanon. Dort leben ihre Vorfahren seit dem 3. Jahrtausend vor Christus. Dichte Wälder aus Zedern, Pinien und Eichen überziehen damals das Libanongebirge. Das grüne, aber schroffe Gebiet ist nur spärlich besiedelt. Die meisten Bewohner des Landes leben auf dem schmalen Küstenstreifen an den Ufern des Mittelmeers. Homer gibt den Menschen erstmals einen Namen. In seiner Ilias nennt er sie Phönizier. Das bedeutet lila Leute. Lila, weil sie mit Tuchwaren Handel treiben, die in diesem auffälligen Farbton gefärbt sind. Die Phönizier selbst nennen sich nicht so. Auch ein Land Phönizien gibt es nicht. Stattdessen autonome Stadtstaaten: Byblos, Sidon, Berytos und Tyros. Zusammengehalten durch den Seehandel, eine gemeinsame Sprache und gemeinsame Götter. Lange fristen die Phönizier ihr Dasein im Schatten der Großmächte Ägypten und Mesopotamien. Und die fordern immer wieder ungeliebte Abgaben. Also, sie brauchen 100 Zedernstämme und 250 silberne Schalen. 250. Dazu 80 Ballen Purpurwolle. Und außerdem 500 Amphoren feinstes Olivenöl. Hör auf! Hör auf! Unglaublich, was sie alles haben wollen! Warum lassen wir uns das nur gefallen? Herr, es ist mit Verlaub schon immer so gewesen. Ich kenne es nicht anders. Das kann sein. Aber damit ist jetzt endgültig Schluss. Verstehst du? König Chekerbal von Byblos muss an den ägyptischen Pharao hohe Tribute entrichten. So wie die Herrscher aller phönizischen Städte. Sie werden wie Vasallen behandelt. Doch dann wendet sich das Blatt. Die Geschichte der Phönizier beginnt mit dem, was wir das dunkle Zeitalter nennen. Wir sind da etwa um 1200 vor Christus. Das ist das Epochenjahr, in dem die großen Imperien des alten Vorderen Orients, Ägypten, das Hethiterreich und die Imperien in Mesopotamien, alle in große Probleme geraten, teilweise untergehen. Und plötzlich sind die Phönizier in ihren Städten in der Levante der Herrschaft dieser Imperien ledig. Und sie können sich frei entfalten. Sie können sich dem widmen, was eigentlich ihre Bestimmung ist, dem Fernhandel. Ein alter ägyptischer Text berichtet von dem neuen Selbstbewusstsein der Phönizier. Um 1100 vor Christus reist der ägyptische Priester Venamun nach Byblos, um von König Chekerbal wertvolles Holz für ein Kultschiff zu besorgen. Doch der Ägypter will auf keinen Fall bezahlen. Er hofft auch dieses Mal, das Baumaterial umsonst zu bekommen. Doch er macht die Rechnung ohne den Phönizier. Der Phönizier verlangt 4 Krüge voll Gold. 5 Krüge gefüllt mit Silber. Leinenstoffe? Völlig lächerlich. Papyrus? Überdies noch Rinderhäute. Was erlauben die sich? Sehr gut. Eine wirklich feine Liste. Da wird der Ägypter aber Augen machen. Das war's dann aber. Keine Ahnung. Ich frage nach, Meister. König Chekerbal fordert für das Zedernholz aber nicht nur Gold und Silber, wie es im Papyrus steht, sondern auch so praktische Dinge wie Tauwerk, säckeweise Linsen
und sogar 30 Körbe Fisch. Was denn? Für die paar Baumstämme. So ist es, Meister. Und wenn euch das Ganze nicht passt, sollt ihr euch schleunigst vom Acker machen. Na gut, sag zu. Was soll ich sonst machen? Ohne das nötige Holz kann ich nicht nach Theben zurück. I think it's a very realistic scenario. Das Szenario ist sehr realistisch. König Checkerbal zeigt den Ägyptern so richtig den Stinkefinger. Damals sind die Ägypter echte Großkotze. Sie machen viel Lärm, sprechen viele Drohungen aus und tun so, als seien sie die großen Herren im Nahen Osten. Aber das sind sie nicht mehr. Sie haben ernste Schwierigkeiten. Und was die Phönizier gut können, ist Stärken und Schwächen abzuschätzen. Sie müssen nichts mehr umsonst geben. Sie können es sich bezahlen lassen. Etwa seit dem 8. Jahrhundert vor Christus teilt sich die Welt der Phönizier. Im Osten herrscht die alte Handelsmetropole Tyros. Den Westen dominiert zunehmend Karthago. Die Bewohner im Osten werden weiter Phönizier genannt. Ihre Verwandten im Westen heißen fortan Karthager. Vor allem die Griechen nennen sie so. Bei den Römern setzt sich der Name Punia durch. Deshalb gibt es für ein und dasselbe Volk drei unterschiedliche Bezeichnungen. Karthago ist zunächst nur eine kleine Kolonie, die aber rasch zur blühenden Hafenstadt heranwächst. Ihre Lage ist perfekt gewählt. Die Stadt liegt am Golf von Tunis. Ein wichtiger Verkehrsknotenpunkt, an dem jedes Handelsschiff vorbei muss, das zwischen östlichem und westlichem Mittelmeer unterwegs ist. Der Legende nach soll die schöne Prinzessin Elissa Karthago gegründet haben. Sie war aus ihrer Heimatstadt Tyros geflohen, vor ihrem machthungrigen Bruder Pygmalion. Sie landet in Nordafrika an der tunesischen Küste. Vom dortigen Häuptling erwirbt sie Land zur Gründung einer Stadt und haut ihn dabei mächtig übers Ohr. Der Deal lautet, die Fläche darf nur so groß sein, wie eine Kuhhaut umspannen kann. Doch die listige Elissa lässt die Haut in hauchdünne Streifen schneiden, sodass diese ein riesiges Areal umspannen. Darauf gründet sie Karthadascht, die Neustadt. Wenn wir heute an die Phönizier und Karthager denken, denken wir an bedeutende, aber durchtriebene Händler. Alle wollten mit ihnen handeln, aber am Ende war das Geschäft nie so gut, wie man anfangs gedacht hatte. Doch man sollte nicht vergessen, wer diese Geschichten über sie verbreitet hat. Das waren die Griechen. Die waren zwar nicht die besten Soldaten oder Politiker, aber die besten Geografen, Historiker und vor allem die besten Geschichtenerzähler. Und wer Geschichten erzählen kann, der kann die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft kontrollieren. Die Elissa-Geschichte ist eine Legende, enthält aber einen wahren Kern. Karthago wird tatsächlich von Siedlern aus Tyros gegründet. Die Ruinen reichen bis ins 8. Jahrhundert vor Christus zurück. In die Zeit, als auch der Legende nach die Stadt entsteht. Nur ist der Aufbau einer Kolonie an einer solch geopolitisch wichtigen Stelle kaum das Ergebnis einer spontanen Flucht, sondern strategischer Überlegungen. Die Stadt war sorgfältig geplant. Durch aufwendige Verteidigungsanlagen rundum geschützt, auch zum Meer hin. Der riesige, ringförmige Hafen dominiert die weitläufige Unterstadt. Dort liegen auch die Geschäfte und Wohnviertel der einfachen Leute. Fast am Rand, auf einem Hügel und bestens abgeschirmt, thront die Oberstadt. Sie ist das religiöse und politische Zentrum mit Sakralbauten und luxuriösen Villen für die Handelsmagnaten, die in Karthago die Elite bilden. In Griechenland gab eine Grundbesitzer-Aristokratie den Ton an. Und das war in Rom genauso. In Karthago waren politisch die Fernhändler am Drücker. Sie bildeten die Oberschicht,
die hier politisch die Fäden in der Hand hielt. Und sie entschieden letztendlich auch über den politischen Kurs Karthagos. Die Regierungsgeschäfte führen die Sufeten, die obersten Magistrate der Stadt. So, meine Herren. Sie werden jedes Jahr von der Volksversammlung gewählt. Kommen wir zur Sache. Unter ihrem Vorsitz tagt der Senat. Wir sind zusammengekommen, um darüber zu entscheiden, was wir tun können, um zusätzliche Korn- und Ölimporte zu finanzieren. Wir könnten ein paar Schiffe unserer griechischen Freunde kapern. Dann hätten wir so viel Öl, wie wir brauchen, und ein paar schöne Sklaven. Wie ihr wisst, haben wir schon lange mehr als genug Ärger mit den Griechen. Solche Abenteuer können wir uns nicht leisten. Wir brauchen bis zum Herbst 5 Schiffsladungen Getreide. Dafür könnten wir beste afrikanische Sklaven liefern. Chimène und Benoudish, ihr brecht nach Sizilien auf und versucht dort für uns einen guten Deal zu verhandeln. Karthago liegt an den wichtigsten Fernhandelswegen über das Mittelmeer und hat ein komplexes Netz von Handelsbeziehungen aufgebaut. Aus Südspanien werden gesalzener Fisch und Silber importiert. Griechische Keramik gelangt über Karthago nach Westen. Zinn kommt aus Galizien und vielleicht auch aus Britannien. Ein wichtiges Handelsgut sind auch Sklaven. Im Gegenzug exportiert die Stadt Produkte aus den eigenen Manufakturen. Purpurstoffe, Metall- und Keramikhandwerk, auch ins Hinterland zu den Berbern. Und bis nach Schwarzafrika, wo man sie gegen Gold, Edelsteine und Elfenbein tauscht. Das Kunsthandwerk der Karthager und Phönizier ist berühmt. Sie gelten als Erfinder der Glasbläserei und sind Meister des Metallhandwerks. Dafür werden sie schon im Alten Testament bewundert. Ihre Schalen aus Metall, Blech und Silber hat man in Gräbern vom Irak bis nach Norditalien gefunden. Auch als begabte Elfenbeinschnitzer machen sie sich in der Upper Class der Antike einen Namen. Für die Phönizier und die Karthager war Handel einfach alles. Als reicher Geschäftsmann hatte man militärische, politische und wirtschaftliche Macht. Dabei hatten weder die Phönizier noch die Karthager eigene Bürgerheere. Bei Bedarf mussten sie Söldner anheuern. Sie haben für alles bezahlt. Wenn man so lebt, muss man eine Menge Geld verdienen. Deshalb drehte sich bei ihnen alles um den Handel, auch in ihren Kolonien. Was die wenigsten wissen, aus den Kolonien wachsen die ersten Städte Europas. Cadiz in Spanien gehört zu den ältesten, gegründet um 1100 vor Christus. Im 8. Jahrhundert vor Christus folgt Malaga. Etwa 300 Jahre später entsteht die Handelsstadt Granada. Auch Cagliari im Süden von Sardinien und auf Sizilien Trapani oder Palermo sowie das malerische Sorrent auf dem italienischen Festland sind phönizische Gründungen. Jede dieser Städte hat ihre eigenen Götter. Ihnen wird in zahlreichen Tempeln gehuldigt und auf den Tophets, den heiligen Plätzen. Auch die Karthager haben einen heiligen Bezirk. Stelen zeigen Darstellungen und Symbole der Gottheiten, die damals die Glaubensvorstellung der Menschen geprägt haben. Und das Pantheon ist groß. Von den Phöniziern wie Karthagern gleichermaßen verehrt, wird vor allem ein göttliches Dreigestirn. Der oberste Gott El, seine Gattin Astarte und ihr gemeinsamer Sohn Baal. El ist Weltenschöpfer und König aller Götter. Astarte, die Göttin des Himmels, des Krieges, der Seefahrt und der Liebe. Baal ist mal Sonnengott, dann wieder zuständig für Vegetation oder Heilkunst. Auch Kulte anderer Völker werden übernommen, wie der von Isis und Osiris aus Ägypten oder der griechischen Demeter. Die Religion der Phönizier und Karthager ist offen und multikulturell.
Doch etwas an der Glaubenspraxis der Karthager verstört ihre Zeitgenossen. Auf ihrem Tophet sollen die Karthager ihren Göttern blutige Opfer darbringen. Zur Abwehr von Krieg, Hungersnot und Staatskrisen. Und zwar nicht nur Tiere, sondern angeblich sogar ihre eigenen Kinder. Autoren wie der griechische Geschichtsschreiber Diodor berichten, dass reiche Familien ihre neugeborenen Söhne verbrennen und dann dem Gott Baal opfern. Mit der Hingabe des Kostbarsten bitten sie um Schutz für die Gemeinschaft. Ein grausames Ritual, wenn es stimmt. In der Forschung wird schon lange darüber diskutiert, ob es sich bei den Berichten nur um griechische Propaganda handelt oder Tatsachen beschrieben werden. Das Bardo Museum in Tunis verwahrt eine ganze Reihe von Stelen und Statuen, die vom Tophet in Karthago stammen. Eine Darstellung hat besonders die Aufmerksamkeit der Forscher auf sich gezogen. Sie könnte der Beweis sein, dass die Karthager tatsächlich Kinder getötet haben. Die Stele zeigt eine Szene, die zweifelsfrei auf eine Opferzeremonie hinweist. Das dafür typische Merkmal ist der Handgestus. Das Besondere an dieser Stele ist, dass sie die Darstellung eines Priesters zeigt, der in der linken Hand ein Kind trägt und mit der rechten diese Geste macht. Diese Geste wurde so gedeutet, dass sie das bestätigt, was auch in alten Schriften steht, nämlich dass die Karthager Menschenopfer praktiziert haben. Schon das Alte Testament berichtet von Kinderopfern in grauer Vorzeit. Wohl ein Hinweis darauf, dass es solche Rituale gab. Der monotheistische Jahwe-Kult aber macht das Menschenopfer zum Tabu. Gott fordert Abraham zwar auf, seinen Sohn zu töten, doch als dieser dazu bereit ist, schickt er ihm einen Engel, um ihn davon abzuhalten. Kinderopfer, Mythos oder Wahrheit? Das wurde schon immer kontrovers diskutiert und ist auch heute noch ein Problem. Es gibt nach wie vor unterschiedliche Lehrmeinungen. Man hat die Kinderknochen vom Tophet sogar im Labor analysiert, um zu klären, ob die Schriftquellen als reine Propaganda zu verstehen sind oder nicht. Oder ob die Karthager tatsächlich Kinder geopfert haben. Heute ist man sich ziemlich sicher, dass das nicht der Fall war. Man vermutet vielmehr, dass die Kinder tot geboren wurden oder zu früh verstorben waren, vielleicht an einer schweren Krankheit, und deshalb im heiligen Bezirk der Stadt beerdigt wurden. Nur einen Steinwurf von Karthagos geheimnisvollem Kultplatz entfernt, liegt das Herzstück der Stadt, die Hafenanlage, damals von aller Welt bestaunt. Hinter der Einfahrt vom Meer erstreckt sich das riesige Becken für die Handelsschiffe. Dahinter der gut geschützte militärische Sperrbezirk, der geheime Kriegshafen der Stadt. In dem Areal reihen sich überdachte Liegeplätze aneinander. Platz für immerhin rund 200 Kriegsschiffe. Überwacht wird das Ganze von einer Insel in der Mitte der Anlage. Dort sitzt die Admiralität von Karthago. Bis heute kann man den ringförmigen Hafen und die zentrale Admiralsinsel gut erkennen. Hier entstanden einst die modernsten Kriegsschiffe der Welt. Sie wurden hier gebaut, gewartet, instand gesetzt. Und die ganze Anlage war selbstverständlich top secret, denn in Karthago wimmelte es vor Ausländern und damit vor potenziellen Spionen. Vor der Westküste Siziliens hat man 1969 Überreste eines antiken Schiffes entdeckt. Der Fund sorgt für Aufsehen, weil die Archäologen ihn sofort zuordnen können. Die Objekte, die geborgen wurden, liefern den Forschern erstaunliche Informationen. Es sind beschriftete Holzplanken, die zu einem Kriegsschiff der Karthager gehört haben. Es stammt aus dem 3. Jahrhundert vor Christus. Die Fragmente sind zwar unscheinbar, offenbaren aber ein Geheimnis karthagischer Ingenieurskunst.
Mit gemalten und geritzten Buchstaben und Markierungen haben die Konstrukteure die genaue Position der einzelnen Bauteile vorgegeben. Die Karthager waren ein kurioser Mix aus Genie und Pragmatismus. Sie hatten einige der fortschrittlichsten Kriegsschiffe erfunden, die schnellsten und größten im Mittelmeer. Aber sie haben sie so entworfen, dass jeder sie nachbauen konnte. Und jedes Teil, jede Planke war so beschriftet, dass man sie schnell montieren konnte. Offenbar haben die Karthager und Phönizier die industrielle Schiffsbauweise entwickelt. Sozusagen aus Fertigteilen. Dazu noch hochseetauglich. Das Unternehmen gelingt nur mit einer ausgefeilten Logistik und dem reibungslosen Zusammenspiel der einzelnen Produktionsabteilungen. Hier, eins, zwei. Die einzelnen Segmente haben sie in Serie produziert und dann im Baukastensystem zusammengesetzt. Wird ein Schiff in einer Seeschlacht zerstört, kann es mühelos ersetzt werden. Ach, verflucht! Hey, was soll der Mist? Wenn du so weitermachst, dann schicke ich dich nach Hause. Es tut mir leid. Entschuldige. Hast du verstanden? Ja, ich habe verstanden. Dann komm mal mit. Sieh genau hin. Hey! Die gehören nach ganz oben. Die direkt da drunten. Und die kommen dann daneben. Jetzt kapiere ich's. Hast du es kapiert? Danke, Meister. Dann mach weiter. Ja, Meister. Karthagische Kriegsschiffe haben wenig Tiefgang. Sie müssen leicht und wendig sein. In der Schlacht wird der Segelmast flachgelegt. Dann ist Menschenkraft der Antrieb, weshalb die Karthager auf mehrere Ruderreihen setzen. Die erste Bank liegt unten im Schiffsbauch. Weitere werden versetzt dahinter angebracht. Besonders verbreitet ist die Trireme mit drei Ruderreihen. Die größten Kriegsschiffe haben sogar fünf. Da ist Disziplin gefragt. Oft haben ihre Segler Augen am Bug. Sie sollen Unheil abwenden und den Weg finden. Denn Schiffe werden als belebte Wesen angesehen. Und am wichtigsten der bronzene Sporn, um feindliche Schiffe rammen zu können. Man darf nicht vergessen, im Ersten Punischen Krieg haben die Römer gegen die technologisch fortschrittlichste Seemacht gekämpft. Warum haben die Römer am Ende aber trotzdem gesiegt? Ganz einfach. Sie haben die Karthager kopiert. Sie bekamen eines ihrer Schiffe in die Hände. Die Karthager und Phönizier gelten als Begründer der antiken Schiffsbaukunst. Die Griechen lernen von ihnen, große Segler zu konstruieren. Genauso wie die Römer. Sie sind es auch, die das Verzimmern von Planken durch Feder und Nut als punische Verbindung bezeichnen. Die Erkenntnisse der antiken Konstrukteure sind bis heute gültig. Auch wenn die Technologien inzwischen hochmodern sind und die Schiffsbauer in der Serienproduktion hauptsächlich auf Stahl und Kunststoff setzen. Die Phönizier und Karthager sind auch die ersten, die hochseetaugliche Schiffe bauen, für weite Fahrten übers Meer. Sie sind die erste Seefahrernation der Geschichte. Die Karthager haben durch ihre vielen Reisen die Welt entdeckt. Das hat sie ausgemacht und von allen anderen unterschieden. Wenn die Karthager unterwegs waren, nahmen sie gleich mehrere wichtige Dinge mit. Allen voran Götterbildnisse, die sie gegen Götterdarstellungen von anderen Völkern tauschten. Daneben brachten sie ihre Waren mit, ihre Sprache, ihre Kultur. Für ihre Handelsexpeditionen setzen die Karthager einen anderen Schiffstyp ein. Er hat mehr Tiefgang als die Kriegsschiffe, hohe Steven und ein großes Rahsegel. Wenn es überhaupt Ruderreihen gibt, dann nur eine. Geräumig müssen sie sein, denn auf den weiten Reisen werden Waren und Lebensmittel für viele Monate mitgenommen. Und auch die Belegschaft braucht Platz. Weil diese Schiffe so dickbäuchig sind, werden sie in der Antike auch Gaulos genannt, was so viel wie Wanne bedeutet. Anfang des 5. Jahrhunderts vor Christus bricht Karthagos berühmtester Entdecker auf. Sein Name ist Hanno, der Nachwelt besser als Hanno der Seefahrer bekannt.
Mit 60 Schiffen sticht er in See. 30.000 Menschen sollen ihn auf seinem Abenteuer begleitet haben. Die Mission ist mehr als gefährlich. Hanno will weiter als alle vor ihm nach Westen segeln, in unbekanntes Terrain vorstoßen. Er will Kolonien gründen, neue Handelspartner finden, Waren und Rohstoffe kaufen. Hinaus aus dem vertrauten Mittelmeer in den wilden Atlantik. Zu Hannos Lebzeiten ist Karthago zwar die mächtigste Stadt im westlichen Mittelmeer, nicht zuletzt auch wegen ihrer zahlreichen Kolonien. Doch ihre Konkurrenten, die Griechen, vereinnahmen zunehmend die östlichen Mittelmeerküsten. Deshalb zieht es die Karthager auf der Suche nach neuen Möglichkeiten immer weiter in Richtung Westen. Die Quellen erzählen uns, Hanno sei entlang der Westküste Afrikas bis etwa auf die Höhe der Goldküste Guineas gefahren und habe dort unter anderem Handel getrieben, Städte gegründet und fremde, exotische Völker entdeckt. Lange Zeit hat man diesen Berichten kaum Glauben geschenkt. Doch heute wissen wir, dass vermutlich sehr wohl karthagische Entdecker so weit gereist sind, ob das nun Hanno war oder nicht. Aber dass die Karthager die Westküste Afrikas bereist und für sich kommerziell erschlossen haben, steht außer Frage. Hannos Reisebericht soll einst im Baal-Heiligtum von Karthago gestanden haben, vermutlich als Inschrift in Stein gehauen. Doch er existiert nicht mehr. Dafür besitzt die Universitätsbibliothek Heidelberg eine Abschrift in griechischer Übersetzung. Der Text gehört zu den wenigen Berichten aus der Feder eines Karthagers. Daraus geht hervor, dass Hanno weit über die Meerenge von Gibraltar hinaus gesegelt ist. Jetzt wollen wir doch mal sehen, ob die Welt hier wirklich zu Ende ist und was nach dem Ende kommt. Was sagst du dazu? Das wissen nur die Götter. Hannos Expedition wird ein voller Erfolg, obwohl er und seine Leute haarsträubende Dinge erleben. Sie fürchten sich vor grauenvollen Feuerbergen, die Sterne in Brand setzen. Sie flüchten vor felltragenden Küstenbewohnern, die Steine werfen. Weniger schlimm sind die stark behaarten Frauen, die Gorillas heißen. Aber die Warzenschweine machen ihnen Angst. Ja, Hanno und seine Leute fürchten sich oft. Doch trotz aller Widrigkeiten kommen sie auch dazu, Geschäfte zu machen. Obwohl sich die Karthager südlich vom heutigen Mauretanien kaum noch verständigen können. Halt! Lasst die Waren hier liegen und folgt mir. Beeilt euch! An die westafrikanische Praxis des stillen Handels haben sich die karthagischen Kaufleute schnell gewöhnt. Dabei ist es üblich, wohl um Streit zu vermeiden, die direkte Begegnung mit dem Handelspartner zu vermeiden. Das Prinzip ist ganz einfach. Erst breitet der Verkäufer seine Waren aus, dann der Käufer. Jeder Händler begutachtet in aller Ruhe das Angebot des anderen. Das Tauschgeschäft ist perfekt, wenn beide Handelspartner zufrieden sind, die Bezahlung also als angemessen empfunden wird. Dann wechseln die Waren den Besitzer. Etwa zur selben Zeit, als die Karthager neue Gebiete an der westafrikanischen Küste entdecken, sticht auch ein anderer Admiral in See, Himilco. Vielleicht auf der Suche nach Zinn, dem Rohstoff für die heimische Metallindustrie. Davon soll es auf einer Inselgruppe südlich von England reichlich geben. Sogar nach Amerika sollen die Phönizier schon gesegelt sein. Dafür gibt es zwar keine Belege, aber vielleicht waren sie die ersten großen Entdecker der Geschichte. Es gibt diese tolle Geschichte von Himilco.
ein großer Seefahrer wie Hanno. Statt nach Süden fuhr er Richtung Norden, was noch gefährlicher war. Er kam über den Golf von Biskaya, die französische Atlantikküste und den Ärmelkanal bis in die Nordsee und nach Skandinavien. Manche glauben, er habe sogar Amerika erreicht. Die Geschichte ist wahrscheinlich nur ein schönes Märchen. Aber wir haben kaum Zweifel, dass karthagische oder phönizische Händler irgendwann nach Nordeuropa gelangt sind. Es wäre sehr überraschend, wenn nicht. Wo auch immer sie hinkommen, berühmt werden die Karthager und ihre phönizischen Vorfahren vor allem für ihren bekanntesten Exportschlager, mit purpur gefärbte Tuche. Im Libanon gab es schon im 2. Jahrtausend vor Christus die ersten Purpurfärbereien, später in der ganzen phönizischen Welt. Der kostbare Farbstoff wird aus unauffälligen Meeresschnecken der Gattung Murex gewonnen. Eine alte Legende erzählt, ein Gott habe die magische Eigenschaft der Purpurschnecke entdeckt. Er spazierte mit seinem weißen Hund am Strand. Der naschte von einer Schnecke, bekam ein lila Maul. Der Gott reinigte die Schnauze mit einem Tuch und erkannte, dass es kein Blut, sondern eine schöne Farbe war. Heute wissen nur noch wenige, wie das kostbare Pigment zu gewinnen ist. Eine davon ist die in Frankreich lebende Künstlerin Inge Bösken-Karnold. Sie beschäftigt sich seit 20 Jahren mit Purpur. Man weiß aus Berichten natürlich, dass alle Völker bis hin zum Mittelalter Purpur geliebt haben und von Purpur gesprochen haben, weil das die schönste Farbe war überhaupt. Sie war sehr schwierig herzustellen, sehr komplex herzustellen und war vom Charakter her dann die Farbe für Elite und für das Göttliche. Die Meeresschnecke kulinarisch zuzubereiten ist kinderleicht. In Frankreich sind sie eine Delikatesse. Ihre Farbe zu gewinnen ist hingegen äußerst schwierig. Der römische Gelehrte Plinius hat das Verfahren zwar beschrieben, doch der Text eignet sich nicht als Rezept. Zunächst werden die Drüsen herausgeschnitten und in Wasser gelegt. Die Flüssigkeit färbt sich sofort lila. Aber das reicht eben nicht. Ich kann damit was anfärben, okay, aber das ist nicht schön. Das ist keine Färbung. Um eine gute Färbung zu haben, muss ich ganz anders vorgehen. Der Farbstoff muss gelöst werden. Dafür wird die Drüsenlauge traditionell mit Urin oder heute auch mit Pottasche versetzt und tagelang warm gehalten, bis das Farbbad reif ist. Die Flüssigkeit wandelt sich, wird lila-blau, dann grün-blau, dann schmutzig-blau und schließlich durchsichtig-gelb. Erst später entsteht der Farbstoff, der das Textil anhaltend färbt. Doch jede Schnecke ist anders. Jeder Farbeprozess individuell. Niemals entsteht ein und derselbe Farbton. Das Spektrum von Purpur ist riesig. Es reicht von hellem Rot bis zu tiefem Blau, von zartem Lila bis zu einem satten, getragenen Violett. Man kann es nicht vorhersehen. Früher hat man genau solche Ergebnisse gehabt wie ich hier und hat jetzt die Häuflein gemacht. Das passt zusammen, legen wir das mal dahin. Und dann haben wir eines Tages genug von einem Ton, um das zu verkaufen. Also nicht, so denken wir uns das. Nicht man hat, ich will jetzt den Ton machen, sondern ich habe so und so viel von dem Ton, die lege ich zusammen, bis ich genug habe, dass ich damit was machen kann. Die Phönizier haben noch einen zweiten Exportschlager. Das ist die Schrift. Überall, wo es Handel gibt, muss geschrieben werden, um Waren zu markieren, Buchhaltung zu führen oder auch um Ereignisse festzuhalten. Dafür entwickeln sie ein Schriftsystem aus einzelnen Buchstaben, ein Alphabet. Es ist das erste der Welt und verdrängt die Schriftsysteme der alten Hochkulturen Mesopotamien und Ägypten für immer. Der Vorläufer entsteht im syrischen Ugarit. Dort wird um 1500 vor Christus eine Art Alphabet-Keilschrift angewendet. Sie wird zum Sprungbrett für die erfolgreichste Erfindung der Phönizier.
Gegen Ende des zweiten Jahrtausends vor Christus findet eine kulturelle Revolution statt. Die Erfindung des Alphabets. Das war in Mesopotamien im Nahen Osten. 22 verschiedene Buchstaben, die je einen bestimmten Laut bezeichnen, den die Stimme macht. Das ist viel einfacher anzuwenden als zum Beispiel Hieroglyphen oder Keilschrift, die meist nur die gebildete Elite überhaupt in der Lage war anzuwenden. Dieses Alphabet dagegen war etwas, das alle Menschen mit etwas Zeit lernen konnten. Das phönizische Alphabet wird ein Bestseller. Wer will auch schon hunderte Hieroglyphen lernen? Oder überlegen, ob ein Keilschriftsymbol als Wort oder als Silbe zu lesen ist? Im Phönizischen steht jeder Buchstabe für einen Laut. Das ist leichter und man kann damit verschiedene Sprachen schreiben. Priester, Schreiber, Kaufleute und Handwerker bringen die neue Schrift in alle Welt. Jedes Volk entwickelt daraus seine eigenen Buchstaben. Fast alle heutigen Alphabete sind vom Phönizischen abgeleitet. Das Hebräische und Arabische, Griechische, Kyrillische und Lateinische. Durch die Expansion des Römischen Reiches gelangt das lateinische Alphabet schließlich auch in den Norden Europas bis zu den Germanen. Über diesen langen Weg durch Raum und Zeit haben die Phönizier also allen Europäern die Schrift gebracht. Ein Import, der unsere Welt für immer verändert hat. Erst dank der neuen Schriftzeichen können Griechen und Römer Werke der Philosophie, Politik und Literatur verfassen, die heute zu den großen Schätzen der abendländischen Kultur gehören. Auch der Austausch von Ideen, selbst über weite Strecken, wird erst durch die Schrift ermöglicht. Sie erlaubt das Archivieren und Vermitteln von Wissen, im Altertum noch handgeschrieben auf Pergament, dann auf Papier, später gedruckt und in Buchform gebracht. Und von den 22 Zeichen des phönizischen Alphabets führt eine direkte Linie in unsere Bibliotheken und das Computerzeitalter, wo vieles über Bilder, aber das meiste noch per Schrift übermittelt wird. Trotzdem sind von diesem talentierten und reiselustigen Volk nur wenige Spuren geblieben. Schuld daran sind die Römer. Jahrhundertelang haben sie mit den Karthagern freundschaftliche Beziehungen gepflegt. Doch dann beschließen sie, Karthago zu vernichten. Und das aus einem einfachen Grund. Rom ist ein ehrgeiziger Emporkömmling, hat im 4. Jahrhundert vor Christus gerade Italien erobert und strebt nach Höherem. Karthago, die Weltmacht mit Kolonien rund um das Mittelmeer, ist den Römern ein Dorn im Auge. Sie fühlen sich von den Karthagern geradezu umzingelt. Karthago war eine Seemacht, Rom war eine Landmacht. Die Karthager verfolgten ihre Interessen auf dem Meer, die Römer ihre in Italien. Deshalb schafften es die beiden Mächte, über Verträge ihre Beziehungen über Jahrhunderte friedlich miteinander zu regeln. Das änderte sich, als die Römer die griechischen Städte in Unteritalien unterwarfen. Und plötzlich eröffnete sich ihrem Imperium eine neue Perspektive, das Meer. Damit überkreuzten sich die Interessen beider Großmächte und der erste Punische Krieg brach über Sizilien aus. Auf den ersten folgt prompt ein zweiter Punischer Krieg. Hannibal, der berühmteste aller Karthager, will die Entscheidung gegen Rom erzwingen und die Stadt am Tiber vernichtend schlagen. Mit Heer und Kriegselefanten zieht er über die Alpen. Hannibal ad portas, hallt der Schreckensruf durch Rom. Die Angst geht um, der Feldherr könnte bald vor der Stadt aufkreuzen. Doch es kommt anders. Nach etlichen Siegen unterliegt Hannibal auf dem Schlachtfeld von Zama, nicht weit von Karthago. Seine gefürchteten Kriegselefanten richten dieses Mal nur Chaos an. Statt anzugreifen, lassen sich die Elefanten vom Gegner zurücktreiben. Das Heer der Karthager gerät in Unordnung, die Römer siegen. Nur eine Niederlage, doch der Anfang vom Ende. Hannibal ist lange auf der Flucht vor den Römern. Nach etlichen Jahren im Exil nimmt er sich schließlich das Leben.
Und im Senat schließt der Kriegsveteran und Staatsmann Marcus Porcius Cato jede seiner Reden mit dem Satz: Übrigens bin ich der Meinung, dass Karthago zerstört werden muss. Catos Forderung wird wahrgemacht. Zu groß ist die Angst der Römer, ihr ärgster Feind könnte erneut zur Gefahr werden. Fast 40 Jahre nach dem Tod des großen Hannibal wird Karthago belagert und erobert. Die Stadt dem Erdboden gleichgemacht. Der karthagische Staat hat aufgehört zu existieren. Was den Untergang Karthagos mehr als alles andere charakterisiert, ist das apokalyptische Ende der Stadt, dass sie auf diese Weise ausradiert wurde. Man muss sich vorstellen, wie schwierig es ist, eine ganze Stadt quasi von Hand zu zerstören. Es wurde nicht nur kaputtgeschlagen, vieles wurde auch niedergebrannt. Aber das ist ja nur die eine Seite der Geschichte. Mit Karthago ist zwar das Herz des Reiches zerstört, aber all die phönizischen Gebiete an der Peripherie, auf Sardinien, Sizilien und in Spanien, die bestehen ja weiter. Und eine der großartigen Qualitäten der Römer ist doch, dass sie Meister darin waren, das Fremde zu übernehmen. Was passiert also mit den Karthagern? Sie gehen einfach in der mediterranen Welt auf. Ihre einst prächtige Metropole ist vollständig zerstört. Doch ihr Vermächtnis überdauert die Jahrtausende. Die Karthager ebnen den Weg in eine Welt des grenzenlosen Handels, die heute so selbstverständlich ist. Sie ermutigen ihre Nachfolger, in unbekannte Länder aufzubrechen, mit fremden Völkern Ideen und Know-how auszutauschen. Die Initialzündung für eine Globalisierung, die inzwischen den gesamten Erdball erfasst hat. Sie gründen die ältesten Städte Europas und legen damit den Grundstein für das urbane Leben heute. Von ihnen stammt der Entdeckergeist, der Generationen nach ihnen beflügelt, sich weit über die Grenzen bekannter Länder hinauszuwagen. Das Wichtigste aber, das von ihnen bleibt, ist die phönizische Schrift, die in nur wenigen Jahrhunderten die Welt erobert und der Ursprung aller Alphabete ist.